Ich will mich jetzt nicht einmischen, aber. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ihr wie Amateure rüberkommt. Naja, wir werden 2-3 Mal im Monat überfallen und. Also, ich bin zwar kein Experte, aber. Für mich ist das so eine Art Routine. Und ich finde, ihr macht das wirklich ganz ausgezeichnet. Ganz ehrlich. Sag mal, quatschst du immer so viel? Michelle? Tim? Ja, ich bin's, Tim. Dich habe ich ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Seit der Schule. Was machst denn du jetzt so? Schieb eine Doppelschicht. Und du? Ja, arbeiten, ne? Echt? Cool. Und wie geht's so? Bist du noch mit diesem Typen zusammen? Christoph? Schon ewig nicht mehr. Ja, ihr wart also auf Familie, Haus und Garten. Ich will ja nicht stören, aber können wir das Klassentreff vielleicht auf ein andermal verlegen? Ich würde hier gern weitermachen. Ja, und ihr macht es auch wirklich ganz toll. Aber könnt ihr das nicht morgen machen? Dann habe ich nämlich frei. Und also der Typ, der morgen hier ist, ein echt netter Kerl übrigens, der wurde die letzten beiden Male schon überfallen und der kennt das. Und wir könnten ja vielleicht morgen Eis essen gehen oder so. Bilder uns! Sag mal, willst du uns verarschen? Mach endlich die Scheißkasse auf! Hey! Du musst ihn ja nicht gleich so anbrüllen. Ihr seid so peinlich. Musst du gerade sagen. Mein Gott, ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Wie die Zeit vergeht. Ist ja lächerlich. Weißt du, was lächerlich ist? Halten uns zwar beide! Wir sind ja nicht im Kindergarten. Und du, ich höre dich dumm rumquatschen, aber ich sehe dich kein Geld einpacken. Ja, schon gut. Tut mir echt leid. Kein Problem. Oh, bitte, nehmt euch ein Zimmer. Jetzt fängst du auch noch an. Hey, was soll denn das werden? Was denn? Noch nie eine Cola verschenkt? Ja, da ist Pfand drauf. Du kannst doch nicht einfach eine Cola klauen. Puh, leck mich. Ja, er hat aber recht. Pfandflaschen klauen ist voll assi. Pack die 10 Gebote wieder ein, Moses. In 60 Sekunden spazieren wir hier sowieso mit der Kasse raus. Also scheiß auf die Pfandflasche. Ey, langsam gehst du mir voll auf die Nerven. Boah, seid ihr jetzt endlich fertig? Außerdem hast du auch Kekse geklaut. Der hat angefangen. Mir scheißegal, wer angefangen hat. Du hältst jetzt die Klappe und du bezahlst die scheiß Cola, dann können wir endlich verschwinden. Das ist doch nicht dein Ernst. Bitte. Ah, da fehlen noch 25 Cent Pfand. Kann mir jemand noch 25 Cent leihen?